Morddrohungen, deshalb keine zweite Chance für Daniele und Julia? Gibt's denn jetzt eine Liebesreunion? Im diesjährigen Dschungelcamp rührte Daniele Negroni, 22, direkt zu Beginn der Show mit einer emotionalen Liebeserklärung an seine Ex-Freundin Julia. Seitdem wird viel über den Beziehungsstatus des Musikers spekuliert. In der RTL-Rückblicksshow traf auf seine Verflossene und dabei kam es zu einem schrecklichen Geständnis. Gewitzt eingefädelt, RTL überraschte den Sänger mit einem Besuch von seiner Ex-Freundin in Köln. Gemeinsam ließen sie Dschungelzeit, aber auch die damalige Beziehung Revue passieren. Ich habe jeden Tag für dich angerufen. Ich war sehr überrascht, dass du über mich gesprochen hast, gab Julia gegenüber ihrer großen Liebe zu. Aber ein Comeback scheint dennoch nicht einfach. Damals scheiterte es neben der ständigen Distanz auch an Fans, die waren nicht nett zu Julia. Sie war ja vorher auch Fan und viele haben das nicht akzeptiert, erzählte. Morddrohungen, fügte Julia plötzlich hinzu und fing bitterlich an zu weinen, ich habe kein Problem damit, was andere von mir halten. Ich konnte da auch lange gut mit umgehen. Doch irgendwann sei es der 18-Jährigen einfach zu viel geworden. Sind das unüberwindbare Differenzen? Schließlich ist bei seinen Negromis immer noch sehr gefragt. Auch wenn die Freude übers Wiedersehen groß war, scheinen es die beiden nun langsam angehen zu wollen. Julias Fazit: Wir werden weiter in Kontakt bleiben. Ein Kontaktabbruch kommt erst einmal nicht in Frage. Mal sehen, was jetzt kommt.